Weiter geht's bei Formel 1 2010. Ja, wir befinden uns jetzt in Ungarn, Budapest genauer gesagt, und ja, steht wieder ein Performance-Test an und da sehen wir Regenwahrscheinlichkeit 25%, okay. Was aber ist bloß leicht bewölkt, also das Wochenende wird trocken sein. Da wählen schon mal etwas. Ich denke mal, wir simulieren erstmal wieder ein bisschen Zeit vor. Na. Haben wir ein paar Leute, ein paar vernünftige Leute, Senna. Ja, 1,24,4 momentan, das ist eigentlich eine recht gute Zeit. Haben auf jeden Fall auch schon wieder einen Performance-Test. Und er bietet für nochmal mechanischen Grip um 5%, okay, gut. Dann machen wir das nochmal. Ja, Budapest ist ja nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke, gebe ganz offen und ehrlich zu. Und wieso hat der Typ gerade den Tempomat selbst rausgemacht? Ich habe gar nichts drauf gedrückt. Ist irgendwas eingestellt? Fahrhilfen? Aus, 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 aus. Ach, Boxenbegrenzer ist so. Okay, gut. Warum ist das alles an? Komisch. Das wollte ich doch gar nicht haben. Oh, Vettel hat jetzt eine 1,23,1 hingelegt, also doch schon ein bisschen besser. Und ich soll mal gerade eine 1,50 schaffen für den Performance-Test, also das ist ja schon. Also der Performance-Test ist immer recht witzig beim F1 2010. Also soll er angeblich etwas verbessert sein im 2011, glaube ich, aber es, glaube ich, haben sie, glaube ich, nicht ganz überarbeitet. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dauert ja jetzt ja nicht mehr ganz so lange, bis F1 2011 rauskommt. Aber dadurch, dass ich jetzt momentan noch ein bisschen im Verzug bin durch den Umzug, muss ich natürlich jetzt fast täglich, nehme ich jetzt Videos auf. Und lade auch täglich nicht jeden Tag ein Rennen hoch, damit ich noch vor dem Release von F1 2011 noch mit der Saison hier durch bin. So. Geht's mal jetzt los? Okay, gut, das war schon mal recht schlecht. Ich glaube, Ungarn wird ganz interessant von den Reifenverbrauch und von der Traktionskontrolle. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Wieder bricht der Wagen aus. Ein bisschen wieder zu früh Gas gegeben. Oh, der hinter mir, der Force sind ja auch ganz schön auf. Platz 11 in dieser Session. Platz 11, nicht gerade berauschend. Also, wenn ich die erste Kurve mal etwas vorsichtiger genommen. Und eine Runde ohne Quersteher ist natürlich auch schon mal ein großer Unterschied. Wenn man natürlich auch dann die Kurven hier erwischt. Jensen ist auf Platz
3. Ja, ich weiß, dass der gut ist. Ah, wenigstens noch etwas auf Verbesserungskurs. Wieder nicht ganz gut erwischt. Damit bist du Sechster. Wenn das Qualifying wäre, hättest du die dritte Startreihe. Das ist mir ein bisschen wenig. Wenigstens die Kurve mal ein bisschen besser. Oh, verdammt. Ich dachte, das reicht aus, wenn ich so leicht gegenlenke, aber nein, das hat genau den Gegeneffekt gebracht. Mal den Motor mal auf schnell stellen, mal gucken, was dann passiert. Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 2 zu verlieren. Ja, im ersten Sektor bringt schon mal doch was. Los, komm, jetzt. Ah, wieder zu spät eingelenkt. Und? Du hast dich auf Position 4 geschoben. Oh, Position 4, 18. hinter Vettel. Hallo, Weber. Okay, gut, perfekt am Rand eingeparkt. Da können wir auch gleich mal zurückgehen, dann wieder in die Garage. Zurück zur Garage. Ich denke mal, es reicht erstmal aus. Wir gehen ja mal rüber zum Qualifying. Du belegst Platz 7 nach dem Training. Glückwunsch. Naja, Glückwunsch. Qualifying, genau. Ja, Weber ist jetzt der Schnellste. Gehen wir gleich auf die Strecke natürlich. Wir machen gleich mal, denke ich mal, eine fliegende Runde. Haben sogar diesmal Glück. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt mit den weichen Reifen möglich ist.
schon mal die ersten kleinen Fehler jetzt hier wieder. Das ist normal, dass du im Weg stehst, so Tier. Oh, jetzt habe ich sogar mal ein paar andere Kurven vernünftig gekriegt. Na, und das wird ein zweiter Platz. So, mal schauen, was er mir jetzt für die zweite Runde sagt. Da sind eigentlich die 4 Zehntel, die ich hinten lege. Glaube ich, im ersten Sektor hatte ich das schon verloren gehabt. Laut denen sind es knapp 4 Zehntel. Was sagt der zweite Sektor? Oh, 3 Zehntel. Ich probier's einfach. Jetzt hier mal extrem rausbeschleunigt und. Du hast dich auf die Pole Position verbessert. Im Moment hast du Startplatz 1. Startplatz 1. Zurück zur Garage. Ja. Aber wenn das nicht mal göttlich war. Du bist im Moment der schnellste auf der Strecke. Pole Position. Ja, wollen wir mal langsam mal vorsimulieren. Haben überhaupt noch jemand überhaupt ansatzweise in die Nähe jetzt? Oh, Webber, ja, Vettel, oh. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Ah, das wird, glaube ich, keiner mehr von denen schaffen. Juhu, Platz 1. So gefällt mir das. Du hast alle gesteckten Ziele für diese Session erreicht. Auch wenn's knapp war. Großartige Leistung, du stehst auf Paul. Der Teamchef kriegt sich gar nicht mehr ein vor Freude. Button auf Platz 6, ja, das kann der McLaren.